Eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist: Dominik, wie finde ich denn eigentlich meine Leidenschaft? Denn es wird oft darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Leidenschaften zu finden und zu entwickeln. Aber viele Menschen haben Schwierigkeiten, etwas zu finden, das sie begeistert. In diesem Video werde ich dir die 3 Schritte zeigen, wie du deine Leidenschaft finden kannst, sie weiterentwickelst und damit dein Leben bereicherst. Und am Ende des Videos werde ich auch noch besprechen, wie du diese Leidenschaft zu deinem Beruf machen kannst. Vorweg muss ich erst einmal einen Mythos aus dem Weg räumen. Nämlich, dass wir geboren wurden mit einer einzigen Leidenschaft und diese Leidenschaft nur finden müssen und plötzlich wird das Leben einfach und alles geht wie von allein. Leidenschaft ist ein Gefühl und Gefühle verändern sich. Dinge, für die du vor ein paar Jahren noch Leidenschaft empfunden hast, können heute vollkommen uninteressant für dich sein. Leidenschaft ist doch nichts, was man sucht und findet, sondern etwas, das man entwickelt. Sie entsteht dann, wenn man sich auf einen Bereich fokussiert, der einem Spaß macht und man sich darin weiterentwickelt. Du wurdest nicht mit einer einzigen Sache geboren, die dann deine Berufung ist, sondern eher mit Fähigkeiten und Interessen, die du zu Leidenschaften entwickeln kannst. Wenn du stetig lernst, mehr in einem Bereich machst und auch neue Menschen kennenlernst, dann werden sich neue Möglichkeiten ergeben, von denen du vorher nicht einmal etwas wusstest und die dir auch davor nicht zugänglich waren. Sobald du echte Fähigkeiten entwickelst, ist das der Punkt, wo die Dinge beginnen, Spaß zu machen. Dann hast du nämlich Fähigkeiten, die die meisten Menschen nicht haben. Außerdem hast du auch mehr Erfahrung und genießt dadurch mehr das Vertrauen anderer Menschen und wirst deshalb mit Projekten betreut, die viel interessanter sind und mehr Spaß machen. Du kennst sicher die Situation, dass du etwas nicht magst, das du aber trotzdem machen musst. Und dann lernst du die notwendigen Fähigkeiten und plötzlich macht es dir Spaß. Also Leidenschaften kommen nicht vom Suchen und Warten, sondern davon, sich auf eine Sache zu fokussieren, die einen Spaß macht und Vollgas zu geben, um darin so gut wie möglich zu werden. Ganz im Gegenteil passiert es oft, dass sich Menschen selbst blockieren, indem sie Gelegenheiten nicht ergreifen, aus Angst, sie könnten eine falsche Entscheidung treffen und dadurch ihre Leidenschaft nicht finden. Also versuch nicht, deine Leidenschaft zu finden wie ein Osterei, sondern wähle ein Interesse und versuche, möglichst gut darin zu werden. Sehen wir uns jetzt die 3 konkreten Schritte an, wie du passende Bereiche findest, in denen du am besten Leidenschaften entwickeln kannst. Als ersten Punkt musst du die Herangehensweise verändern, woher du dein Dopamin bekommst. Dopamin ist ein Hormon, das verantwortlich ist dafür, dass wir uns glücklich fühlen. Es wird ausgeschüttet bei Erfahrungen, die uns Freude bereiten und ist absolut notwendig für den Menschen und spielt vor allem eine große Rolle beim Entwickeln von Leidenschaften. In der Vergangenheit war es so, dass man viel Arbeit reinstecken musste, um Dopamin zu bekommen. Zum Beispiel ein Haus bauen, Gemüse anpflanzen und ernten, Kunst erschaffen, Beziehungen aufbauen, kochen oder Sport. Heutzutage ist Dopamin aber ständig verfügbar und außerdem extrem billig. Man kann sich exzellentes Essen bestellen, Serien und Filme binge-watchen, zu Hause günstig shoppen, im Internet surfen, Alkohol trinken, man kann sich einfach Dates erswipen und über Pornografie jede erdenkliche Fantasie ausleben. Und für die meisten Menschen sind diese Dinge heutzutage die Hauptquellen für Dopamin. Der große Unterschied ist, dass wir heute sehr häufig unser Dopamin in Form von Konsum bekommen, während wir früher etwas erschaffen oder uns langfristig weiterentwickeln mussten. Leidenschaften können nur im Bereich des Erschaffens oder der Weiterentwicklung entstehen. Wenn du dein Dopamin hauptsächlich aus Konsum bekommst, dann entstehen Süchte. Und wir alle wissen, dass diese Dinge nur sehr kurzfristig glücklich machen. Bekommst du dein Dopamin allerdings dadurch, dass du etwas Neues erschaffst oder lernst, dann entstehen dabei Leidenschaften. Und das ist der Moment, wo dein Leben beginnt leicht zu werden und du ständig Antrieb und Energie hast und wo du deutlich glücklicher wirst. Der erste Schritt ist also, deinen Konsum zu reduzieren. Dadurch entsteht dann ein größeres Verlangen und Motivation, Dinge zu erschaffen und dem findest du durch deutlich mehr Freude. Der zweite Schritt ist es, Interessen und Fähigkeiten zu identifizieren und zu finden. Hierfür kannst du dir ein paar Fragen stellen. Womit verbringst du deine Freizeit? Worin bist du gut? Fragen dich andere Menschen in einem Bereich häufig um Rat. Für welche Themen interessierst du dich? Siehst du dir zum Beispiel regelmäßig Dokumentationen oder Videos zu einem gewissen Thema an? Und dann mach eine Liste von diesen potenziellen Aktivitäten und probier vor allem viel aus. Es liegt in der Natur des Menschen, neue Dinge zu lernen und das hat auch einen Grund. Lass es mich an dem Beispiel meiner Katze erklären. Ich hatte als Kind eine Katze. Sie war eine reine Hauskatze, die nur in der Wohnung gelebt hat und ziemlich zahm und kuschelig war. Ich entwickelte allerdings in meiner Jugend eine Katzenallergie und wir mussten sie deshalb weggeben. Sie kam dann zu meiner Tante, die ein Haus mit riesigem Grundstück hatte. Sie war immer noch die gleiche süße und kuschelige Katze, aber in der Nacht wurde sie zum Killer. Viele Mäuse und Vögel fielen ihr zum Opfer und das, obwohl sie bis dahin ihr gesamtes Leben in einer Wohnung in der Stadt verbracht hatte. Diese Muster zu jagen und zu überleben haben dafür gesorgt, dass Katzen über die Jahrtausende überlebt haben und sind deshalb extrem tief verwurzelt. Aber wie verhält sich das beim Menschen? Der Mensch hat überlebt, indem er neue Dinge gelernt hat.
neue Dinge auszuprobieren und zu lernen, sollte deshalb eine feste Gewohnheit in deinem Leben werden. Denn es wird erstens dein Leben enorm bereichern. Zweitens wird es positive Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche haben, denn wenn du häufig neue Dinge lernst, wird dein Hirn aufnahmefähig und du wirst produktiver. Und drittens wirst du dadurch sehr viele neue Interessen entdecken und schlussendlich dann auch Leidenschaften entwickeln. Und der dritte Schritt ist es, in diesen Bereichen Fähigkeiten zu entwickeln. Die Grundvoraussetzung, um Leidenschaften zu entwickeln, ist ein gewisses Level an Skills. Am Anfang, wenn du etwas lernst, wirst du einen starken Anstieg deiner Leistung bemerken. Dieser Anstieg wird aber dann abflachen und die Leistungen werden für eine gewisse Zeit stagnieren. Jeder kommt an diesen Punkt und es ist auch der Punkt, wo man beginnen muss, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man muss neue Strategien lernen, sich spezielleres Wissen aneignen und die Basics komplett verinnerlichen. Und es ist außerdem auch der Punkt, wo die meisten Menschen aufgeben. Wenn du diese Phase aber überwindest, dann kommst du in den Bereich, in dem du Fähigkeiten erlangst, die nur noch sehr wenige erreichen. Es beginnt viel mehr Spaß zu machen und man beginnt eine Leidenschaft zu entwickeln. Also nachdem wir uns jetzt angesehen haben, wie man Leidenschaften findet, befassen wir uns jetzt mit der Frage, wie kann man seine Leidenschaft zum Beruf machen? Um es in einem Satz zu sagen, tu etwas, das wertvoll für andere ist. Also fokussiere dich darauf, gut in etwas zu werden, das anderen Menschen hilft. Wir leben heutzutage in einer Zeit von unbegrenzten Möglichkeiten. Um unsere Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wohnen und Sicherheit zu decken, ist kein großer Arbeitsaufwand mehr notwendig, da diese Bereiche weitestgehend optimiert und automatisiert sind. Die neuen Jobs, die dadurch entstanden sind, drehen sich meistens dann nur noch darum, weiter zu optimieren oder zu verwalten. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen keinen Spaß mehr an der Arbeit haben. Denn häufig besteht ihre Aufgabe nur noch darin, Prozesse um 1-2% zu verbessern oder Informationen von A nach B zu verschieben. Den meisten Menschen fehlt einfach eine Arbeit mit Bedeutung. Stattdessen kann man aber auch aus diesem Hamsterrad ausbrechen und in Bereichen arbeiten, die für andere wertvoll sind. Kurz gesagt sind Dinge für andere Menschen wertvoll, wenn sie ihr Leben einfacher machen bzw. ihr Leben glücklicher machen. Also zum Beispiel Produkte zu entwickeln oder zu verkaufen, die anderen Menschen helfen. Dienstleistungen zu erbringen, aber genauso auch Unterhaltung oder anderen Menschen etwas beizubringen. Lass dich hierbei nicht vom Geld blenden. Viele lassen sich bei ihrer Berufswahl extrem von der Aussicht auf Geld ködern. Im Endeffekt landen sie dann in Jobs, die sie unglücklich machen und verdienen dann meistens trotzdem nicht viel Geld. Aber Menschen, die eine Leidenschaft entwickelt haben, sind in ihren Bereichen oft sehr viel besser und verdienen dementsprechend auch mehr Geld. Außerdem kann man heutzutage in jedem Bereich viel Geld verdienen, denn wir haben etwas, das die Generationen vor uns noch nicht hatten. Nämlich das Internet. Das Internet bietet einem unfassbare Möglichkeiten, weil man dadurch sehr gezielt Menschen bei ihren Problemen helfen kann und dadurch große Gruppen an Menschen erreicht, die bereit sind, für diese Hilfe oder diese Form von Unterhaltung auch Geld zu bezahlen. Zusammengefasst sei gesagt, fang an. Warte nicht oder suche nicht nach deiner Leidenschaft, sondern beginne Leidenschaften zu entwickeln, indem du vieles ausprobierst. Distanziere dich von kurzfristigen Befriedigungen und fokussiere dich stattdessen darauf, Fähigkeiten zu entwickeln, die für andere Menschen wertvoll sind. Dann musst du dir um Geld auch bald keine Gedanken mehr machen. Ein wichtiger Tipp an dieser Stelle, verschiebe deine Leidenschaften nie auf später. Wir sabotieren uns dadurch häufig selbst. Leidenschaften zu finden und zu entwickeln wird dir so viel Lebensfreude geben und positive Auswirkungen auf dein gesamtes Leben haben. Du wirst dadurch viel mehr Motivation und Antrieb haben und das wird dich sehr erfolgreich machen. Deshalb sollte dieses Thema auch immer eine zentrale Rolle in deinem Leben spielen. Mach es dir am besten zu einer täglichen Gewohnheit, an deinen Leidenschaften zu arbeiten. Wenn du lernen willst, wie du positive Gewohnheiten in deinem Leben aufbaust, dann hol dir jetzt mein kostenloses Erfolgssystem, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du genau das hinbekommst. Also klick jetzt auf die Infokarte oder in die Videobeschreibung und hol dir den kostenlosen Kurs.